Ich zeige euch heute das Muster Kate. Hier muss die Maschenzahl gerade sein, damit das Muster rechts und links aufgeht. Ich arbeite es mit zwei Farben, damit diese Verzahnungen und diese Verkreuzungen auch schön zur Geltung kommen. Der Farbwechsel findet jeweils links statt. Ich habe hier zu Beginn 22 Maschen angeschlagen, dann die Maschen aufgefasst, ganz normal wie im Grundmuster und eine Reihe zurück abgehäkelt. Und dann beginnt das Muster wie folgt. Die erste Masche stricke ich ganz normal im Grundmuster ab. Die zweite Masche, da steche ich von links kommend in die Masche ein und hole den Faden durch. Dann wieder eine normale Masche und dann wieder von links kommend. Eine normale Grundmustermasche und von links kommend. Eine normale und von links kommend. Die von links kommende Masche erfordert etwas Übung, aber ihr seht, nach einer Weile hat man hier den Dreh raus. Und dann geht auch die schon recht gut von der Hand. Sie hat eben den Vorteil, dass sie sich nach dem Abhäkeln etwas nach rechts neigt und die normale Grundmustermasche neigt sich leicht nach links und dadurch ergibt sich eben diese Struktur der rechts und links laufenden Maschen. Was mir eben bei diesem Muster gut gefallen hat. Und am Ende dann in die beiden Schlingen einstechen, den Faden nach links legen und den neuen Faden hinter dem alten hochnehmen und die Masche abhäkeln. Die erste Masche mit einer Luftmasche und dann geht's zurück wie gewohnt. Immer zwei Schlingen zusammen abmaschen. So, nun arbeiten wir die Reihe mit diesen Verkreuzungen. Ihr seht, die versetzen sich. Hier ist mit den Verkreuzungen gleich am Rand begonnen worden und hier etwas weiter in der Mitte, sodass diese Verkreuzungen versetzt im Maschenbild liegen. Die erste Masche häkle ich noch ganz normal ab. Die nächsten zwei verkreuze ich. Dafür steche ich in beide Maschen ein, hole die linke unter der rechten durch und häkle sie ab. Dann steche ich in diese Verkreuzung ein und hole auch den Faden durch. Die nächsten zwei ganz normal im Grundmuster häkeln. Das sind die zwei Maschen, über denen zuvor verkreuzt wurde. Und die nächsten zwei verkreuze ich wieder. Dann wieder zwei normale Grundmustermaschen und wieder zwei verkreuzen. Wieder zwei normale und zwei verkreuzen. Wieder zwei normale und zwei verkreuzen. Und am Ende eine normale und in beide Maschen einstechen, die alte Farbe nach links legen und die neue über der alten hochziehen. Und die Masche abhäkeln.
Dann mit einer Luftmasche beginnen und die Maschen wie gewohnt abhäkeln. Wenn euch das tunesische Häkeln gefällt, dürft ihr gerne meine Facebook-Gruppe besuchen. Die heißt Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort findet ihr jede Menge weitere Ideen zu dieser tollen Technik. Meine Facebook-Adresse ist unter dem Video verlinkt. So, nun arbeiten wir wieder, wie das Video begonnen hat. Eine normale und eine linkslaufende Masche. Also eine Masche im Grundstich und eine von links einstechen. Im Grundstich und von links. Grundstich von links, Grundstich von links. Und in die beiden Maschenglieder einstechen, den Faden nach links legen und den neuen Faden dahinter hochziehen. Mit einer Luftmasche abhäkeln und dann wie gewohnt zurück. So, und nun sind wieder die Verkreuzungen an der Reihe, diesmal eben versetzt. Vorhin habe ich ja mit einer Masche im Grundmuster begonnen. Jetzt beginne ich mit drei. Und nun kommt die Verkreuzung über diese beiden Maschen. Hier wurde zuvor verkreuzt und über den folgenden zwei wird jetzt verkreuzt. Ansonsten wird diese Musterreihe genauso wie zuvor gearbeitet, abwechselnd zwei Maschen im Grundmuster und zwei Verkreuzungen. So richtig sieht man die Verkreuzungen dann erst nach dem Zurückhäkeln und wir enden mit 1, 2, 3 Maschen im Grundmuster und der Randmasche. Wieder wie gewohnt den Farbwechsel arbeiten und dann die Maschen zurückhäkeln und danach beginnt das Muster wieder wie zu Beginn des Videos. Ich finde, es ist ein tolles Muster mit einem schönen Effekt. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ich stelle immer wieder Muster zu neuen Techniken ein. Dann hoffentlich bis bald. Tschüss!